Sie sind das Herz vieler Einkaufsstraßen, die großen Warenhäuser über mehrere Etagen. 131 Filialen von Galeria Karstadt Kaufhof gibt es noch, jede dritte aber wird wohl bald dicht machen. In Düren, einer mittelgroßen Stadt, würde eine Schließung ein großes Loch in die Einkaufsmeile reißen, sagen hier heute viele. Galeria Kaufhof hält hier Düren ganz ehrlich lebendig. Wenn das jetzt pleite gehen sollte, wäre das echt tragisch. Also komplett auch für die Wirtschaft hier. Kaufhof ist auch für mich Kindheit. Mein Onkel hat damals im Kaufhof in Mönchengladbach gelernt. Wir sind viel in Mönchengladbach gewesen als Kind. Ja, und wenn das jetzt auch noch verschwindet, irgendwie alle Läden so weg. Etwas angestaubt seien die Warenhäuser, ja, aber immer noch gut. Persönlich, ich bin der Meinung, das ist ein gutes Konzept, dass wir können alles in einem Geschäft kaufen. Handtücher, Bettwäsche und sowas, wo man auch Ideen hat, die haben das immer sehr schön dekoriert. Bis hin zur zweiten Etage, wo die Spielsachen sind für meine Enkelkinder und so weiter. Doch vom Sortiment her immer sehr schön abgedeckt. Ja. Doch das wäre schade, ja. Ne? Kundenmagnete wie noch in den 60er bis 80er Jahren sind die Warenhäuser aber nicht mehr. Damals sind sie etwas Besonderes, bieten ein Einkaufserlebnis. Doch spätestens seit der Onlinehandel die Kundinnen und Kunden mit günstigeren Angeboten mehr Auswahl lockt, sind Karstadt und Kaufhof immer wieder in der Krise. Corona kommt vor 2 Jahren hinzu. 40 Filialen schließen, 4000 Stellen fallen weg. Ein Neustart ist danach auch mit Staatshilfen nicht wirklich gelungen, sagt Handelsexperte Thomas Röb. Es hat unendliche Versuche gegeben, die Warenhäuser auf soliden Grund zu führen, die praktisch alle gescheitert sind. Wenngleich die letzten Versuche durchaus Erfolge erkennen ließen, aber eben keine durchschlagenden Erfolge. Ich glaube, vor diesem Hintergrund ist die aktuelle Krise nichts, was der Staat durch finanzielle Mittel verhindern kann oder abmildern sollte. Ohne neue Staatshilfen unter einem Schutzschirm will sich der Konzern jetzt noch einmal selbst sanieren. Das aber bedeutet, es wird weitere Schließungen geben. Tausende Menschen werden ihren Job verlieren. Für jeden Einzelnen dieser Arbeitsplätze will Verdi kämpfen, sagt heute Gewerkschaftsvertreter Frank Wernicke. Das Konzept Kaufhof, Karstadt, Galeria, Kaufhäuser haben eine Zukunft. Aber diese Zukunft ist an Voraussetzungen gebunden. Die Zukunft hängt davon ab, ob der Eigentümer endlich zu seinem Wort steht und ausreichende Investitionen in die Häuser vornimmt. Vom Eigentümer selbst, dem österreichischen Immobilienmilliardär René Benko, gibt es bisher kein Statement. Die Konzernleitung will in den nächsten Wochen eine Streichliste erarbeiten. Welche Filialen sind unrentabel? Wo sind die Gebäudekosten zu hoch? Alle kommen auf den Prüfstand, auch die in Düren und an anderen NRW-Standorten.